Sie stürmen wieder, die mutigen Helden des Generals, deren einziges und großes Ziel es ist, die Burg des Fürsten Takeshi zu stürmen. Erneut hat der General es geschafft, Freiwillige zu finden und sie auf ihre Bestimmung einzuschwören. Mit Sportsgeist und ungestümen Tatendrang stürzen sie sich in gefährliche Abenteuer und schwierigste Prüfungen, die den Männern alles an Kondition, Kraft und Geschicklichkeit abverlangen werden. Hey! In ihrem unterirdischen geheimen Kommandozentrum erwarten Fürst Takeshi und sein Berater Ishikura die feindliche Armee. Über versteckte Kameras und Monitore beobachten sie mit Schrecken die Entschlossenheit in den Gesichtern der gegnerischen Kandidaten. Aber den Berater umgibt nicht umsonst eine Aura des geheimnisvollen, durchtrieben, schlauen Fuchses, der besonders unter arger Bedrängnis seinen unermüdlichen Geist antreibt und die schrecklichsten Fallen für die Kandidaten erfindet. Und Hunde, der General und seine Hundertschaft stürmen die Mauer der Verzweiflung. Über eine ausgedehnte Ebene, die extra aufgeweicht wurde, damit sich auch keiner der sensiblen Helden verletzt, geht es dann über eine etwa 2 Meter hohe Mauer, die vor allem pure Muskelkraft erfordert. Die Teilnehmer ziehen ihre athletischen Körper die Wand hoch oder auch nicht und rutschen auf der anderen Seite über eine schmierige, feuchte Schräge in die zweite Prüfung. Bis dahin zeigt sich aber, was ein guter Kandidat ist, nämlich nach des weisen Fürsten Takeshi Erkenntnis, nur ein matschiger Kandidat ist ein guter Kandidat. Dieser Herr im Anzug hat sich sogar extra für den Vormittag freigenommen, um sich mit diesem Outdoor-Management-Training seinem Chef für eine Führungsposition zu empfehlen. Takeshi sieht sie mit Begeisterung die Qualen und Niederlagen der Angreifer und bereitet die nächsten furchtbaren Prüfungen vor und motiviert seine Mitarbeiter. Hier erklärt der General seinen Mannen die Tücken der zweiten Etappe, den Sturm auf die erste Festung. Ganz wichtig, die runden Papierschilder vor ihren Gesichtern dürfen weder nass werden noch zerreißen, denn das bedeutet das endgültige Aus. Das aber zu verhindern wird äußerst schwierig, denn die Verteidiger sind natürlich bestens gerüstet. Über mehr als 40 winzige Stufen müssen die Kandidaten nach oben klettern. Jeder einzelne ist so schmal, dass gerade mal eine Fußspitze darauf Platz hat. Es geht steil nach oben, als ob man senkrecht klettern würde. Die nächste Schwierigkeit sind die verschanzten Verteidiger mit ihren modernen Farbpistolen, mit denen sie einen nach dem anderen Angreifer aus dem Rennen schießen. Ah, da haben sich die Kandidaten doch Tatsache eine Lücke in die Reihen der Verteidiger geschossen und einige retten sich in die nächste Etappe. Und diese begossenen Pudel haben es selbstverständlich nicht geschafft. Die verbleibenden 44 Kandidaten stürmen der nächsten Aufgabe und der Burg des Fürsten Takeshi entgegen. Takeshi derweil lässt sich Ishikuras neueste Erfindung präsentieren. Ultramodernes japanisches Geheimstyropor soll ein Magnetfeld erzeugen, das die Hirnströme der Kandidaten dermaßen stört, dass die Muskelkoordination unmöglich wird und einfachste Seilübungen zum Fiasko werden. Mit dieser Liane à la Tarzan geht es über diesen Graben und durch besagtes Magnetfeld hindurch auf ein kleines Podest an der gegenüberliegenden Seite. Die Landung muss natürlich gestanden werden, denn sonst heißt es ab ins Styropor. Hocherfreut über diese Hightech-Initiative seines Beraters begibt sich der Fürst vor die Monitore, um sich über die wilden Flüge der Helden zu amüsieren. Die dritte Etappe, der Flug über den magnetischen Graben. Ziel ist es, das schmale Podest auf der gegenüberliegenden Seite zu erreichen und auch auf ihm stehen zu bleiben. Hohe Zielgenauigkeit wird hier verlangt, die Kraft, sich am Seil zu halten und den Schwung elegant zu Ende zu führen.
Bei diesen Kandidaten scheint das ominöse Magnetfeld ja bereits zu wirken, denn sie scheinen verwirrt, die Zielgenauigkeit außer Kontrolle und das Podest scheint unerreichbar. Die Flüge sind zwar spektakulär und geben hohe Punktzahlen in Sachen Kür, aber leider, es zählt nur das ganz einfache Podeststehen. Mit hämischer Freude stürzen sich der vergnügungssüchtige Takeshi und sein gewiefter Berater auf die nächste Prüfung, den Drachensee. Noch schnell Ishikura ein bisschen motivieren? Vielleicht fällt ihm ja noch eine kleine Extrahürde für die Kandidaten ein. Es gilt mit einem kurzen Sprint den See über 17 Steininseln zu überqueren. Allerdings sind wahlweise einige der Steine locker und machen diesen Lauf zum reinen Glücksspiel. Und ab sofort Konferenzschaltung. Wir beobachten die Akteure unseres Tarzan-Spiels und sehen einen unglaublich sicheren Flug. Ein gutes Tempo auf dem Drachensee und ein... Fast hätte es geklappt. Ungewöhnliche Haltung, aber mit Schwung hinaus aus dem Spiel. Und einer, der mit Eleganz und Leichtigkeit versinkt und sich verabschiedet. Kein Kommentar. Der eineinhalbfache Stürzler. Dieser Herr machte sich in einem Zen-Kloster fit für diesen Wettkampf zurecht, denn manchmal sind die Schmerzen groß, aber ein echter Japaner kennt dieselbigen kaum und hat gefälligst durchzuhalten. Zumindest noch ein bisschen. Diesem Herrn sei sein Erfolg gegönnt, meint Takeshi schließlich, brachten die heutigen Aufgaben eine Menge Spaß. Der Fürst ist sichtlich gut gelaunt und freut sich auf Ishikuras Ausführungen zur folgenden Etappe. Es folgt das große Rätsel namens Labyrinth. Dabei müssen die Kandidaten 12 Kammern durchqueren und den einzigen und wahren Ausgang finden, denn einige Türen sind gar keine oder führen direkt in die Hände der Lieblinge Takeshis, seine unerbittlichen Verteidiger. Strong Kanego, der seine Gegner in Stücke reißt. Und Masanori Okada, der Würger. Noch eine kurze Besprechung bezüglich der Taktik und dann geht's ab an die Bildschirme. Der Erste probiert's mit leiser Vorsicht. Und schafft es? Immerhin bis in die Arme des Bürgers. Auch hier wieder Eleganz. Und wir warten gespannt auf den Drachensee. Oh!
Ja, wir sehen schon zu Beginn Leichtfüßigkeit und Geschick. Er hat die nächste Aufgabe verdient. Und ab in das Labyrinth des Grauens. Ein kleiner Trick von Bruder Leichtfuß, der ihn direkt in die Hände des Bürgers treibt und somit aus dem Spiel. Erstaunlich hohe Punktzahl in der Kür erhält dieser Akrobat für seine schwierige und selten gekonnte Handstandübung, die ihn ins sichere Ausscheiden führt. Takeshi ist hoch erfreut. Ja, dann noch schnell über den Drachensee mit den heutigen Haftschallschuhen, kein Problem. Kurz durchs Labyrinth. Und ab zur fürstlichen Burg. Ja, geht doch ganz einfach. Takeshi wird dann doch etwas ungehalten, ob der vielen plötzlichen Erfolge des Generals, über die man bisher großzügig hinwegsah. Und um Takeshis Nerven ein bisschen abzukühlen, stellt Ishikura die nächste Etappe vor. Der Berg der donnernden Felsen. Eigentlich ganz einfach, der Berg muss an seinem Fuß überquert werden. Der verschlagene Ishikura hat sich allerdings wieder etwas Feines ausgedacht. Erstens, der Untergrund wird schön gewässert, damit es richtig rutschig und matschig wird. Zweitens, die Rolling Stones werden von den Verteidigern in den Abgrund geworfen, um die Helden aus dem Spiel zu katapultieren. Michiro Yo ist der jugendlich aufstrebende Organisator dieser einfachen Aufgabe. Da wundern wir uns ein bisschen, denn bisher glänzte unser Einzelschüler ja durch die schlimmsten Fehler. Aber Takeshis Gnade kann unendlich wie der Himmel sein. Lasst sie beginnen, die sechste Etappe. Und schon wieder kommt einer weiter. Also dieser Michiro Yo, der kann aber jetzt was bald... Halt, nein, der da verliert sein Pappschild und ist raus. Und wieder einer weg. Was? Unspektakulär, aber weiter, zumindest bis zu den schrecklichen zwei im Labyrinth. Und unglaublich aber wahr, er wird es schaffen. Also ehrlich, meine Herren, diese Prüfung schafft ja wohl jeder Depp. Der Fürst ist fassungslos. Jetzt heißt es nur noch das Papierschild über den Berg retten. Yes!
Einzig und allein der Wasserstrahl der Verteidiger verhindert das Durchkommen dieses Angreifers. Sichtbarer Beweis, das nasse und durchschossene Papierschild vor seinem Gesicht. Und damit sind es nur noch 35 Kandidaten. In unserer Konferenzschaltung geben wir weiter an das Drachenseestadion und beobachten, was sich hier so tut. Und wieder einer weiter. Ob er allerdings im Labyrinth besteht, wird sich noch beweisen müssen. Mit List und Tücke arbeitet er sich von Kammer zu Kammer. Ja, gerade noch einmal gut gegangen. Ah ja, drei Schritte vor, zwei zurück, nochmal in die erste Kammer und dann vielleicht noch einmal in die zweite. Etwas eigenartige Hasentaktik. Was lange gärt, wird endlich Wut, aber die beiden Verteidiger gehen wieder einmal leer aus. Wir geben weiter zum Felsenberg. Wie bereits erwähnt, kein Problem. Doch auch hier erfüllt sich des großen Philosophen weise Voraussicht, nur ein matschiger Kandidat ist ein guter Kandidat. Und dieser Held entgeht sogar Michiroyos persönlichen und unerbittlichen Abwehrmaßnahmen und rettet sich und sein kleines Papierschild in die nächste Runde. Die Wege und Weisheiten des unergründlichen Takeshi und seines geheimnisvollen Beraters sind unergründlich, genauso wie der Sinn dieser Aufgabe. Na Gott sei Dank, das Magnetfeld des Todes wirkt wieder. Nach zuletzt unverständlicher Schwäche findet es zu bekannter Stärke zurück und beginnt die Koordinationsfähigkeit der Teilnehmer zu stören. Ja, ja, ist ja gut. Es reicht. Und gekonnt daneben. Aha, mit Gebrumm. Und einer übertrifft den anderen an Kunstfertigkeit und Akrobatenlust, wie folgende Versuche beweisen. Es folgt der einfache Takeshi. Ein weiterer Doppelachse. Der Salto Mortale. Und wieder ein einfacher Loop. Und dies alles ohne Netz und doppelten Boden. Verrenken dürfen sie sich zwar, aber brechen natürlich nicht. Denn diese Übungen sehen zwar gefährlich aus, das darf es auch, aber bei Takeshis Castle sind alle Maßnahmen getroffen worden, um die Teilnehmer unverletzt durchs Rennen laufen zu lassen. Ah.
Dieser Herr hier ist noch etwas unsicher ob des bevorstehenden Fluges. Aber wir denken immer daran, der Haken an dem Knoten ist, dass er sich rechtzeitig löst. James Dean in seinen besten Zeiten, aber auch dieses geht gefährlich aus. Naja, fast. Unser rosa kleines Schweinchen landet vornherein im Styropor und dieser Herr hier gekonnt zurück. Die Reihe der Kandidaten reißt einfach nicht ab. Übrigens, schon bemerkt, jeder Kandidat klingt beim Aufschlag anders. Und mit diesen Bildern geben wir zurück ins Drachensee-Stadion. Ene, mene, mu und raus bist du. Mit infantilen Abzählreimen versucht sich dieser hier. Ah ja, und noch eine weitere interessante Variante dieser Taktik. Die Taktik der Behäbigkeit eines Gymnasialprofessors. Mit Langsamkeit versucht er sich durch diese Prüfung zu schmuggeln und wird letzten Endes doch noch mit dem Ausscheiden bestraft. Zu Recht. Blöde Trödelei. Achtung, hohes Risiko. Und raus. Ja, ja, Langeweile wird gleich bestraft werden. Da hilft auch Grenzen nix. Und ein Tarzan mit guter Erziehung. Er verabschiedet sich äußerst vornehm. Wir schalten um zum Drachensee und zeigen Ihnen den Tiger unter den Bezwingern des Drachensees. Und so kommt der Tiger in den Tank, beziehungsweise in die 12 Tanks. Aber auch hier wird er geschnappt und hinausgewürgt. Wir schalten zurück und zeigen Ihnen jemanden, der es richtig macht. Einen, der sich nun am Drachensee beweist. Ja, meine Herren, ist
das Eingepfriemel. Die Taktik nach der Art Takeshis Großmutter wird doch seit der letzten Kaiserzeit nicht mehr angewendet. Komme ich heute nicht, dann komme ich vielleicht morgen oder auch nicht. Unglaublich, aber wahr, er schafft es. Er schafft es zumindest bis in die nächste Aufgabe, ins Labyrinth. Und hier wird sich zeigen, was ein guter Kandidat ist. Und auch dieser hat's geschafft. Mit tänzelnden Füßen, einer wunderbaren, exakten Beinarbeit springt unser Champion im Sidestep durch die Prärie und wird von diesem harten rechten Schwinger regelrecht ausgenockt. Doch unbeirrbar rafft er sich noch einmal auf und kämpft sich durch. Dieser Herr macht sich gerade Takeshis Weisheit Nummer 2 zu eigen. Nur ein matschiger Kandidat kommt in die nächste Prüfung. So wie dieser hier. Und bevor es auch für die letzten Kandidaten zu den alles entscheidenden Prüfungen geht, möchte Takeshi eine weitere Neuigkeit einführen. Der vergnügungssüchtige Fürst hatte überlegt, einen Zoo anzulegen und probiert an dieser Übung den Unterhaltungswert des Faultiergeheges. Noch immer läuft unsere große Konferenzschaltung beim heutigen Sturm auf die Burg des Fürsten Takeshi. Wir schalten weiter zum Drachensee. Der Sturm auf die Burg, ein Vergnügen, in das man regelrecht eintauchen kann. Immer diese Nachzügler. Während ein Teil der Kandidaten bereits auf die letzten Prüfungen wartet, hat dieser es noch vor sich und probiert es mit einem gewagten Stunt. Wir schalten um zum Drachensee und beobachten diesen Stuntman bei seinem Weg über den gefährlichen Drachensee. Und dieser hier nutzt die allbekannte Frosch- und Krötentaktik. Ein weiterer Nachzügler, der diese gefährliche Prüfung besteht. Gespannt erwarten wir seine Taktik zur Überquerung des Drachensees. Und weiter geht's ins Labyrinth zu den beiden Würgern, die sich schon freuen auf ihr nächstes Opfer. Gut gemacht, mein Lieber. Wir schalten um zum großen Kandidaten und bergkegeln alle Neune. Allerdings nicht einer auf neun, sondern neun auf einen. Die
Die Wege des Takeshi sind unergründlich. Für diesen Kandidat heißt es noch einmal den Berg hinauf, aber auch sein Papierschild durch die Reihen der Verteidiger zu retten. Die Faultier-Idee hat der Fürst inzwischen verworfen. Einige Teilnehmer wie dieser hier sind so lahm, dass Takeshi inzwischen an die lebhaften Orang-Utans denkt. Unaufhaltsam nähern sich die letzten vier Mohikaner der vorletzten Etappe auf den Vorplatz zur Burg des Fürsten. Takeshi ist mit Stolz erfüllt. Die Mannschaft des Generals ist bis auf ein paar ausgemergelte Gestalten dezimiert. Er ist voll des Lobes für seinen Geheimrat Ishikura und schlägt ihn sogar zum Mitarbeiter des Monats. Und diese besonderen Spezialagenten des Fürsten werden gleich die unterirdischen Gänge bewachen, die den Zugang zur Burg des Fürsten ermöglichen. Wer ihnen in die Hände fällt, wird kurz vor dem Ziel noch ausgeblendet. Einer schafft's. Einer muss raus. Einer schafft's. Noch einer schafft's. Mal zählen. Eins. Zwei. Und drei traurige kleine Japaner versuchen die Burg zu stürmen und machen sich trotz der Aussichtslosigkeit noch einmal richtig Mut. Takeshi hält inzwischen aufgeregt Hof und versammelt seine geheimen Ninja-Verteidiger und sendet sie in die letzte Schlacht des Tages. Der General macht seinen drei Titanen Mut und jagt sie der Burg entgegen. Diese drei müssen nun an den Verteidigern vorbei, um das Papierschild vor der erlauchten Birne Takeshis zu zerstören. Dann wäre die Burg gefallen. Die Verteidiger allerdings werden alles versuchen, um die Gegner durch Aufweichen ihrer Papierschilder zum Aufgeben zu zwingen. Unter Einsatz schwerster Artillerie geht die Armee des Generals im Regen der Wasserkanonen unter, begleitet vom höhnischen Gelächter des Fürsten. Enttäuscht, beleidigt und tief verletzt klagt der General sein Schicksal der Nacht und verspricht bitteren Tones, schon morgen wieder bereit zu sein und mit neuen Freiwilligen die Burg endlich zu stürmen.